Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia. Und eigentlich wollte ich heute einen freien Tag machen. Ich hatte kein Video, aber dann dachte ich mir, heute musst du ein Video machen. Morgen kommt das Update raus. Und zwar morgen 17 Uhr, insofern man der offiziellen Discord-Seite Glauben schenken darf. Was alles kommt, ist noch nicht bekannt, aber auf dem Bild, ich hoffe, ich habe es diesmal eingeblendet, ist so ein kleiner Teaser zu erkennen. Es könnte vielleicht sich um eine neue Map handeln, sowas wie ein Campingplatz, würde natürlich perfekt passen zu Halloween. Gerade wenn man jetzt an sowas wie Jason denkt oder an Michael, also sprich an Halloween oder an Freitag der 13. Dann sind die ganz gerne auch mal auf Campingplätzen unterwegs oder allgemein draußen auf Feldern oder sonstiges. Also könnte interessant werden, aber deswegen gibt es natürlich heute auch noch ein Video, damit ihr Bescheid wisst. Und wir jagen heute noch ein letztes Mal vor dem Update Paul Jackson im Ridgeview Roadhouse. Wir müssen den Bereich räuchern, wir brauchen EMF und müssen Zeugen. Das klingt alles relativ machbar. Zeugen wird ein bisschen schwierig, kommt drauf an, wie aktiv er ist. EMF klingt gut und Bereich räuchern klingt gut. Ich werde jetzt in Zukunft die Audios nachbearbeiten, was bedeutet, es sollte jetzt für euch nicht mehr verzögert sein. Gestern Video habt ihr es auch schon gemerkt. Und ja, dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was abgeht. Paul, zeig dich, mach mal Spiel mit mir. Sind ihr Kinder, bist du alleine? Darf ich dir eine Frage stellen? Wie alt bist du? Ist es dein Haus, gehen? Bist du glücklich? Sind wir Freunde? Kannst du irgendwas machen? Danke dafür. Das ist eine gute Frage, ob das eigentlich triggert, wenn man es zu schnell sagt. Challenge accepted. Paul, bist du hier? Zeig dich, mach was, spiel mit mir. Sind hier Kinder? Bist du alleine? Darf ich dir eine Frage stellen? Wie alt bist du? Ist es dein Haus? Sollen wir gehen? Bist du glücklich? Sind wir Freunde? Wo ist dein Knochen? Klingt immer weird, wenn man... Hä? Jetzt habe ich mich an meinen Kreis gedreht. Wenn man männlichen Geist nach seinen Knochen fragt. Ja, nee, ist klar. Wo bist du? Zeig dich. Ist die Frage, was hat das funktioniert? Das schneidige Problem am Anfang oder das da unten. Aber ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, dass hier der Geisterraum sein könnte. Wir lassen es offen, damit wir es nicht verlieren. Ja, eigentlich sollte ich mich an eine offene Tür erinnern, aber ja, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. So, aber hier ist erstmal nichts, kein Knochen, kein gar nichts. Und ich bin einfach mega gehypt, das könnte so interessant werden, was morgen kommt. Ob morgen schon alles kommt, was jetzt zu Halloween geplant ist, weiß ich nicht. Es wurde nur angeteasert, dass eben die neue Map oder beziehungsweise dass das Update dieser Nightmare Mode morgen kommt. Was alles dazu kommt, ist fragwürdig. Es könnte dementsprechend dann auch sein, dass vielleicht ein Video morgen ein bisschen verzögert kommt. Na toll, jetzt soll ich ernsthaft wieder zurücklatschen. Ernsthaft? Aber es könnte sein, dass das morgige Video verzögert kommt, denn ich möchte natürlich dann morgen, insofern es möglich ist, natürlich einen Schluck auf. Okay, öffne jede Tür. Ja, hallo, ich weiß schon, dass du hier bist. Komm doch runter, komm auf dein Leben klar. Ja, ich möchte natürlich dann morgen in dem Video das neue Update anteasern oder mit euch durchgehen. Ob ich dann eine Map zocken werde, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie umfangreich das Update ist, aber dann werdet ihr morgen alle Infos zum neuen Update bekommen und natürlich im Livestream auch das neue Update sehen können. Deswegen wird der morgige Stream wahrscheinlich auch verzögert schaffen, damit ich vorher noch das Update runterladen kann. Also schaut auf jeden Fall vorbei, behaltet meinen Discord und meinen Twitch-Server im Auge. Unten in der Beschreibung findet ihr die Links zu beiden. Über Discord werdet ihr informiert, wenn ich online gehe. Und ja, Twitch seht ihr dann das neue Update. So. Ich habe keinen Knochen gefunden. Knochen gibt es ja einfach nicht. Wir schauen uns nochmal auf der Couch und nochmal hier im Essbereich. Denn hier liegt er ganz gerne. Aha! Immer diese Fernseh-Junkies. Wahnsinn. Ich weiß noch früher, wenn ich irgendwas Schlechtes gemacht habe, also irgendwie gemein war zu meinen Eltern, dann habe ich erstmal Fernsehverbot bekommen. Heutzutage wäre es wahrscheinlich ja, Internetverbot oder sowas. Aber ganz ehrlich, damit würden sie sich ins eigene Bein schießen, denn dann müssten sie einen Router ausmachen. Ja, und dann haben die meisten Eltern auch kein Internet. Wird gelaufen. Also heutzutage ein bisschen schwieriger als früher. Okay, EMF haben wir schon mal. Es war deutlich zu erkennen, da stimme ich zu. Jetzt erstmal die beiden mit. Thermometer, damit es wieder drin ist. Und dann natürlich noch unsere gute UV-Lampe. Let's go. Wo bist du? Bist du hier? Du? Okay, 2,2. Das ist Freezing. Ich wurde auch letztens gefragt, hey, du hattest nur 0,8. Wieso trägst du Freezing ein? Ganz einfach, ab 2,8 kann man von Freezing ausgehen. Denn ab da wird das droppen. Hier seht ihr es, 1,9. Das ist immer der Fall. Sprich, wenn ihr irgendwas unter 2,9 habt, sprich 2,8 oder darunter, dann bekommt ihr Freezing. Und deswegen können wir jetzt auch Fingers eintragen, wir können Freezing eintragen, du kommst weg und du kommst weg. Und jetzt brauchen wir noch EMF, Orb oder das Buch. Okay.
Nehmen wir einfach das mit und das mit, weil dann können wir alles abdecken. EMF ist schon drin, Orb haben wir in der Hand, beziehungsweise das Medium, um den Orb zu finden, haben wir in der Hand. Und das Buch haben wir natürlich auch dabei. Deswegen easy. Der Geist ist im Flur, was bedeutet, das macht das Ganze um einiges einfacher. Upp. Und das Buch ist platziert. So, dann schauen wir jetzt erstmal nach unserem Orbi. Ich glaube, ich werde das wirklich mal machen, dass ich mir einen Premade an die Seite nehme oder mehrere Premades und dann einfach die ganze mit der Videocam mitlaufe und auch das Ganze so cutte, dass ihr nur den Bildschirm aus der kleinen Videocam zu sehen bekommt. Damit man... Aha, da hinten ist der Orb. Nice one. Ihr kennt ja, es gibt glaube ich so ein... Es gibt schon mehrere Horrorfilme in der Richtung oder allgemein Filme. Gerade jetzt diese Geisterfilme. Da gibt es relativ häufig einen Dude, der einfach nur eine Cam in der Hand hat. Klar, man hat dann immer auch noch Ansichten über stationäre Cams, aber das könnte man eigentlich mal machen. Da ich euch das so karte, dass man nur die Videocam, die ich in der Hand halte, sehe, oder stationäre Cams, sprich die aufgestellt worden sind, und daraus irgendwie so einen Zusammenschnitt machen. Wäre, denke ich, auch mal interessant. Das mal testen. Da wäre es natürlich gut, wenn noch zwei, drei weitere da sind, die aufnehmen, damit die hier auch noch die Bildschirme behalten, für den Fall, dass der Geist davor ist. Das wäre auf jeden Fall mal eine geile Idee, würde ich mal sagen. Schreibt das gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, oder lasst es mich auf Discord wissen oder sowas. Gerne, gerne machen. Okay, Zeugen, Bereich räuchern. Guti. Wie viel Sanity haben wir? Ich würde fast sagen, dass wir den Geist warten. Aber dieses Video ist in der Regel nur ein Infovideo für euch. Und natürlich noch ein kleines Gameplay als Bonus obendrauf. Deswegen können wir jetzt auch den Bereich räuchern. Wir müssen den Geist nicht unbedingt sehen. Wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und da werden wir ihn natürlich auch nicht nerven. Was haben wir? Ein Handtuch. Ja, das ist unschön. Aber gut, kann ich verstehen, dass hier in der Nähe ein Badezimmer ist. Das Handtuch hat versucht, sich zu befreien und ist im Flur hängen geblieben. Und jetzt hat es einen kompletten Ausraster, da es verreckt. Wir erinnern uns an Tauli aus die spektakuläre Zerreißprobe von South Park. Er hat auch seine Medikamente nicht genommen und ist durchgedreht. Deswegen, ja, müssen wir aufpassen. Zeugen, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Wir haben Fingies, also wäre eigentlich Jagen sinnvoll, aber wir nehmen jetzt einfach alles, was wir in Fingies haben. Der Rest mit Fußies. Wir kommen nicht auf Maximum Cash, aber ganz ehrlich, wir können trotzdem ordentlich Geld rausholen. Wir sind jetzt zum Beispiel bei 7 Minuten. Also wird das hier eine relativ schnelle, eine relativ schnelle Runde und relativ leicht verdientes Geld werden. Easy. Sollten noch Fragen sein zum Update, gerne in die Kommentare oder gerne mich persönlich auf Discord fragen. Ihr könnt natürlich auch die anderen Leute auf Discord fragen. Jeder ist irgendwie informiert oder viele werden informiert sein. Da werden alle Informationen zusammengetragen. Ihr könnt natürlich auch auf den offiziellen Discord von Phasmophobia vorbeischauen. Findet ihr auf Instagram, da gibt es die Links zu deren Discord. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein. Sollten wir auf der Jagd nach Fußis gejagt werden? Noch mal ein kleiner Bonus für euch. Sollten wir nicht gejagt werden, dann wartet euch morgen eine interessante Jagd wahrscheinlich im Nightmare-Modus. Mein Gott, je öfter ich Nightmare sage, desto krasser bin ich gehypt. So, bup, bup und bup. Wenn du jetzt da nicht innerhalb von 2 Sekunden reintrittst, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Er hört auf mich. Er hört auf mich. Bup. Da bin ich sowieso gespannt. Neue Geister sollen ja auch kommen oder wurden zumindest so ein bisschen angeteasert von Phasmo persönlich, was bedeutet, das ist nicht nur ein Hirngespinst der Zuschauer, sondern das ist wirklich Real Talk. Mai, du bist so talentiert, mein Gott, Mozart wäre stolz auf dich. Auch was zu sagen? Nö, gut. Ladies and Gentlemen, Haus erfolgreich abgeschlossen, schauen wir mal, ob ihr hier... Ja, wunderbar, 3 Sterne. Solltet ihr nur 2 Sterne Fußis haben, dann liegt das daran, dass ihr nicht geduckt seid, sprich, dass ihr steht. Also hier kleine Empfehlung, einfach in die Hocke gehen und dann könnt ihr easy 3 Sterne Fußis fotografieren. Letzte Quest haben wir nicht, aber ganz ehrlich, Ladies and Gentlemen. Also geil, wir haben jetzt innerhalb von nicht mal 10 Minuten, haben wir ordentlich Cash gemacht. Wir haben richtig viel verdient. Easy. Easy. Dann bin ich jetzt mal gespannt. In unter 10 Minuten, was haben wir da? 225 Dollar, easy verdient, leicht verdient das Geld, der Geist hatte gar keine Chance. Und das einfach nur mit einer Routine, mit ein bisschen Ablenkung durch das ganze Gelaber, dann macht man sich keinen Kopf, was hier abgeht und wieso er komplett ausrastet. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffentlich hat es euch gefallen. Wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr Links zu Discord und zu Twitch. Schaut da gerne vorbei. Morgen, sobald das Update runtergeladen ist bei mir, wird es ein Livestream geben. Danach werde ich das Video aufnehmen und dann werde ich das Ganze hochladen. Vielleicht werde ich auch das Ganze nochmal im Stream direkt am Anfang erklären. Damit könnt ihr da auch theoretisch nochmal nachschauen, also sprich ins VOD reinschauen. Dann seht ihr alles oder findet ihr alles, was interessant ist. Wir tragen alle Informationen im Stream zusammen, damit ich die dann hinterher im Video für euch ja, schön umsetzen kann. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.